Ja, aber moinsen, meine Meisters und Meisterinen und was geht, Kryptogang? Heute zu einem eher weniger schönen Hauptthema, denn alles, wofür Krypto eigentlich mal stand und wofür es überhaupt entwickelt wurde, damals mit Vorreiter Bitcoin, also Freiheit, Dezentralität, weg von zentralen Instanzen, ist ab jetzt vorbei und wird nachfolgend auch vorbei sein. Die Grundidee Krypto, die stirbt aus und darüber hinaus hat das Ausmaße für uns, über die wir heute sehr, sehr ungeschönt und unzensiert sprechen werden. Generell haben wir aber so ein paar Updates, Freunde. Wir schauen uns die aktuellen News auf dem Markt an. Wir haben eine Klage gegen Mr. Elon Musk höchstpersönlich, der jetzt wegen Insiderhandels bezüglich dem Dogecoin offiziell angeklagt wurde. Was das für den Dogecoin-Kurs bedeuten könnte, gucken wir uns natürlich an. Wir haben das Thema Litecoin, liebe Freunde. Das ist eher ein schönes Thema, weil das Halving bald ansteht. Müssen wir mal ein Auge drauf werfen, wie Lebra-Kranke. Alter! Okay, der war böse, oder? Sorry. Und wie gesagt, unser Hauptthema heute, Binance streicht alle Kryptos von ihrer Liste, die irgendwie noch was mit dem Grundgedanken Dezentralität und Privatsphäre zu tun haben. Es wird spannend, Freunde, dran geblieben. Wir starten nach dem Intro. Okay, let's go. Ja! Meine lieben Friends, kurzer obligatorischer Blick auf den Markt und wir sehen, er ist natürlich wie immer ein Markt und er macht halt irgendwie normale marktartige Dinge und Kursbewegungen, Kurse und so, und das sieht obligatorisch richtig gut aus, deswegen ziehen wir hier jetzt keine Bullshit-Linien durch den Bildschirm und spielen Nostradamus mit Fibonacci Macaroni. Wir gehen direkt auf das erste Thema ein, würde ich sagen. Elon Musk wurde jetzt erstmals offiziell angeklagt wegen Insiderhandels bezüglich dem Dogecoin und ganz ehrlich, liebe Freunde, ich wundere mich seit letztem Bullrun schon, dass das noch nicht längst passiert ist, weil im Prinzip ist die Sache augenscheinlich nämlich ziemlich eindeutig. Also damals angefangen mit so ein paar Späßchen, wo er hier und da mal einen lustigen Spruch zu Doge abgelassen hat, dann ist hier und da mal ganz kurz der Kurs gepumpt. Ja, haben wir alle noch irgendwie gelacht und konnte man noch so mit einem Augenzwinkern abtun, dass der sich halt mal kurz einen Spaß daraus macht. Wir haben aber alle beobachtet, dass das mit der Zeit halt immer mehr wurde und auch eindringlicher. Aus einem kleinen lustigen Spruch hier und da wurden irgendwann so richtig medienwirksame Ankündigungen, falls ihr euch erinnert, dass man Doge als Zahlungsmittel für Tesla und für dies und für Twitter und für alles akzeptieren wird eventuell und so. Und das war so der Anfang von dem Charakter, dass man damit üblichen Marktmechanismen namens Spekulation und Gier der Anleger und so gespielt hat. Gezielt. Weiter ging es dann mit Sprüchen über Sprüchen. Also wir reden hier von einem ziemlich langen Zeitraum. Er hatte hier und da mal so Auftritte in Shows und so, wo dann immer wieder mal so ein Spruch geballert wurde. Und schon im Vorfeld daraus wurden auf Reddit und so Wetten abgeschlossen und Kursspekulationen betrieben und sowas, die den Kurs super volatil gemacht haben. Bis dann zum aktuellen Peak aktuell des Ausmaßes, als er über Nacht kurzerhand mal eben das Twitter-Logo gegen das Doge-Wappen ausgetauscht hatte. Da kam daraufhin dann richtig Kursplus bei Doge zustande. Und das wäre alles immer noch relativ lustig, wenn man sagen könnte, ja gut, er hat sich ja daran aber nicht bereichert. Genau. Hat er aber. Nach der Twitter-Aktion hat Elon Musk nämlich tatsächlich einen Doge-Gewinn von rund 124 Millionen US-Dollar realisiert. Und hier bewegen wir uns bei solchen Summen dann aber selbstverständlich in Strukturen, wo man ihm sehr, sehr relevant und nachvollziehbar vorwerfen kann, dass das Insiderhandel ist, weil er diese Aktion gezielt platziert hat, um sich am Kurs zu bereichern. Denn realisierst du so einen Gewinn, hat das natürlich sofort einen immensen Impact auf den Kurs und bedeutet, Menschen verlieren Geld in dem Moment, wo du Geld gewinnst. Und bei so einer Menge, die er realisiert hat, 124 Millionen, also für ihn jetzt nicht viel, aber generell für so einen Kurs von Doge ist das viel, verlieren da gewisse Anleger und Trader nicht gerade zu wenig. Daran werden einige, vor allem wie gesagt Kleininvestoren und Scalper, Trader etc. einen finanziellen Schaden davon getragen haben. Und deswegen kam es jetzt meiner Meinung nach zu Recht zu einer Anklage. Die mögliche Geldstrafe, die da jetzt wahrscheinlich auf ihn zukommt, die ist an sich ja natürlich ein Witz. Ich meine, also wir reden hier über den reichsten Mann der Welt, okay, also zumindest laut Forbes-List und so. Aber schön wäre einfach die Verfügung, die ihm untersagt, solche Spielchen zu betreiben. Das wäre halt cool im Prinzip für uns alle, auch wenn es teils lustig ist, sich das anzugucken, müssen wir ja auch mal ehrlich sein. Aber für Anleger ist das Spiel unfair, es macht es unfair und finanziell gefährden tut es die Leute auch. Also finde ich wichtig und richtig, dass man da jetzt ein bisschen gegen vorgeht. Wird wahrscheinlich eine einstweilige Verfügung geben, dass er das halt nicht mehr machen darf und eine
Geldstrafe, die pisst der ja so oder so, also das juckt den jetzt nicht, aber der Kurs bislang, der zeigt sich unbeeindruckt, wobei der Kurs über das gesamte Jahr bei Doge sowieso eine Katastrophe ist, um ehrlich zu sein. Also guck mal, wenn wir Doge auf 6 Monate beispielsweise mit Bitcoin vergleichen, ich kann da einfach mal ein bisschen hin und her switchen, Doge innerhalb 6 Monate, also seit Jahresanfang, wir reden vom Kursjahr 2023, 28% im Minus, Bitcoin 57% Profit plus gemacht. Selbst im Gegensatz zum größten Konkurrenten Shiba Inu stinkt Doge relativ eindeutig ab. Also nochmal, Doge 28% minus gemacht und Shiba Inu innerhalb 6 Monate seit Jahresanfang verkraftbare 8% minus gemacht. Ja, es ist schon ein Unterschied auf jeden Fall. Und wie sich das dann nachträglich, wenn diese ganze Debatte um diese Klage, die da jetzt läuft, weil das ist ja jetzt noch relativ frisch, wenn das so seine Runden gezogen hat, man weiß jetzt nicht, wie sehr die Menschen das schon mitbekommen haben, und welchen Impact das dann auf den Kurs haben könnte nachträglich, muss man abwarten, sollte aber, obwohl, ich kann mir vorstellen, dass viele auch in den Kommentaren schreiben werden, ja warum, aber pass mal auf, so und so, marktpsychologisch, das kann sogar den Kurs beflügeln. Ey, Risikospekulation, wir müssen es abwarten. Ich glaube zum ersten Teil erstmal, das könnte relativ negativen Einfluss auf den Kurs haben, aber das bleibt abzuwarten. Ihr wisst das auf jeden Fall schon mal, vielleicht relevant auch für die, die so spekulationstechnisch ein bisschen was in Doge drin haben. Macht euch eure eigene Meinung dazu, weil Nostradamus gibt es hier nicht. Keiner kann euch sagen, wie der Kurs dann jetzt nachträglich darauf reagieren wird, okay? Wisst ihr da aber schon mal Bescheid, liebe Freunde. Dann direkt die nächste News, die wir haben. Ich würde sagen, wir machen weiter. Das Litecoin Halving steht an. Und was passiert jetzt dann mit dem Kurs? Die Frage, die stellt sich natürlich nicht nur BTC Echo wie in diesem Bericht. Die Frage habe ich vor dem Artikel auch schon öfter von euch bekommen. Und naja, also ich bin euch ehrlich und treffe eine sehr untechnische Aussage. Ich denke tatsächlich, nur Gutes wird dadurch passieren. Warum wird dadurch nur Gutes passieren, Marcel? Also, wenn wir uns mal die Jahresperformance von auch 2023 zu Litecoin anschauen, sehen wir, dass er alleine nur durch die Spekulation, was nach dem Halving passieren könnte oder passieren wird oder passieren würde, super gut und sehr, 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 sehr clean performt. In 2023 starke 22,33% Kursplus. Und das machst du in 6 Monaten mit keiner Aktie, zumindest mit den wenigsten, wenn es nicht gerade der neueste Kickstarter wie Tesla ist oder so. Alles aufgrund von Hype des Halvings. Und das kann man durch die kommende Angebotsverknappung ganz stark und relativ realistisch davon ausgehen, dass das gute Momentum weitergehen wird und wieder ordentlich was im Kurs sehen werden, wenn das Halving kommt. Und ich selber bin euch ehrlich, ich werde davon nicht viel haben, weil ich habe genau 0 Euro in Litecoin investiert. Die Gründe hatten wir schon mal besprochen. Hat jetzt nichts Negatives mit Litecoin an sich zu tun. Das ist eine strategische Investmententscheidung von mir selber. Aber für jeden von euch, der eben in LTC investiert ist, ey, ganz ehrlich, meine Glückwünsche gehen da raus. Für euch sieht es echt gut aus und man muss sagen, ich persönlich glaube, der Run könnte bei LTC so auch noch weitergehen bis zum Halving. Wird er getrieben aus Vorfreude und so eben noch ein paar weitere grüne Prozente machbar. Freue mich drauf, auf jeden Fall das zu beobachten. Ein schöner alter OG-Coin, da kommt immer so ein bisschen Nostalgie auf und so. Ich feiere das. Und genau, dann kommen wir von Euphorie mal direkt zum auf jeden Fall beschissenen Thema heute, Freunde. Erstmal nur die Headline. Binance streicht fast alle Datenschutz-Kryptowährungen in Teilen Europas. Was sind Datenschutz-Kryptos bzw. Privacy-Coins, liebe Freunde? Sachen wie Monero, Zcash, Horizon, XMR und etc. pp., wie sie alle heißen. Davon gibt es ja so ein paar. Also alles Kryptos, die sich dem Grundgedanken von Krypto gewidmet haben. Weg von Zentralisierung und den Menschen die Möglichkeit geben, Herr über ihr eigenes Vermögen zu werden, Anonymität zu gewährleisten und solche Geschichten. Und eigentlich war es immer tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Wir haben ja ganz oft darüber gesprochen, bis sowas hier passiert, bis Regularien und die Regierung dieser Welt reingrätschen, um das halt natürlich zu verhindern. Denn wir wissen alle, und das schon lange, wenn man nicht komplett mit Scheuklappen durch die Welt läuft, sie haben unfassbare Angst davor, die Kontrolle über uns und unser Geld zu verlieren. Also macht man was?
Man betreibt Marketing im ganz großen Stil dafür, dass man uns doch schützen muss und diese Kryptos gefährlich für uns sind und man sie deshalb zu unserem Schutz verbieten müsste. Dabei geht es natürlich offensichtlich nur darum, dass man nicht zulassen kann, uns Anonymität zu gewähren, denn am Ende braucht ein Staat die volle Transparenz und Kontrolle über uns, um weiter eben über uns entscheiden zu können. Verliert ein Staat über das Geldsystem, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, Freunde, verliert er somit die Kontrolle über uns Menschen und kann uns nicht mehr durch die Blume zu der Durchsetzung ihrer Agenda zwingen. Hat ein Staat keine Macht über Geld, hat er gar keine Macht mehr. So ist das. Also nimmt man sich das schöne alte Gedankenkonstrukt, dass man mit diesen Kryptos halt Terror finanzieren würde und dies und das machen würde und alle Schafe schreien dann was? Oh! Scheiße, dann müssen wir aber was tun. Dann müssen wir also, wenn das so böse ist, hier die ganzen Moneros und Coteros und wie sie alle heißen, dann müssen wir auf jeden Fall dagegen vorgehen. Und somit haben sie natürlich freie Fahrt, um Verordnungen wie die Mika-Verordnung durchzuboxen und diese Kryptos aus dem Verkehr ziehen zu lassen. Und eine riesige Börse wie Binance eben, liebe Freunde, kann diesem Druck natürlich nicht lange standhalten. Das ist auch klar. Also da gehen jetzt von mir nicht mal Schüsse raus irgendwie an Binance oder die restlichen Börsen. Die können ja nichts dafür. Die wollen einfach weiter existieren und müssen sich den Vorgaben natürlich beugen, leider. Und glaubt mir, ich bin mir ziemlich sicher, die haben da eigentlich im Hintergrund auch keinen Bock drauf. Und die paar Länder, um die es jetzt hier erstmal geht, Frankreich, Italien und so und Binance, das ist jetzt nur der minimale Anfang einer brutalen Verbotswelle, die da kommen wird. Und glaubt mir, alle Kryptos und auch Kryptodienstleistungen, die nur im Ansatz dafür dienen, dass wir irgendwie mehr Kontrolle über unser Geld erlangen oder erlangen könnten, werden verboten werden. Glaubt mir. Deswegen sage ich auch immer, ist der DeFi-Sektor so gefährdet, okay? Und deswegen wandert jeder, der Ahnung vom Thema Krypto hat oder irgendwie ein Interesse an finanzieller Freiheit hat, in Richtung Arabische Emirate aus. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ganz, ganz viele wandern seit ein, zwei Jahren in die Arabischen Emiraten aus, Tendenz brutal steigend. Und die empfangen uns da mit offenen Armen. Ihr werdet mich jetzt für einen Spinner halten, ihr könnt mich Schwurbler, Verschwörungstheoretiker oder was nicht alles nennen. Aber hört mal zu, Freunde, was ich jetzt sage. Und nagelt mich gerne darauf fest. Nicht nur Deutschland schafft sich ab, ganz Europa schafft sich aktuell ab. Wir werden über die nächsten 10 Jahre, und da bin ich mir absolut sicher, eine völlig wahnsinnige Wirtschaftsfluchtswelle von Deutschen und Europäern erleben. Und Ziel werden die Arabischen Emiraten sein. Dubai, Abu Dhabi, alles da so die Ecke. Deutschland und Europa wird spätestens in 10 Jahren nicht mehr viel wert sein auf der internationalen Bühne. Und alle anderen Ecken wissen das. Schaut euch einfach nur mal ein bisschen um. Also wie gesagt, die Emirates, die BRICS-Staaten, China, Russland, hier und da. Alle haben so relativ zeitnah vor kurzem gemerkt, was passiert und machen einen Meinungs-U-Turn, der sich wirklich gewaschen hat. Die waren letztes Jahr alle noch strikt gegen Krypto. Erinnert ihr euch daran? Richtig restriktiv gegen Krypto. Bitcoin Mining verbieten, Bitcoin hier verbieten, Kryptodienstleistung verbieten, alles. Vor allem China war da ganz hart unterwegs. Und jetzt? U-Turn. Alle machen einen U-Turn. Ab dem Moment, wo die gemerkt haben, oh, Europa und vor allem so gesteuert aus den USA, die machen da gerade richtig Regulierungswelle und Alter, die gehen gerade voll gegen Krypto für, oh, jetzt mögen wir Krypto doch. Weil die nämlich gemerkt haben, Alter, die USA und Europa haben richtig Schiss, dass Krypto denen für den Dollar und für den Euro zu gefährlich werden könnte. Jetzt mögen wir Krypto doch. Alle drehen auf einmal in Richtung Krypto freundlich und empfangen uns mit offenen Armen. Niedrige Steuern, hoher Lebensstandard, auch wenn uns hier in unseren Westmedien immer was anderes erzählt wird. Ich habe mittlerweile 4 private Freunde, die nach Dubai ausgewandert bin und ich schwör's euch, wenn ich mit denen spreche, die sagen mir alle 4, das ist eine Trefferquote von 100%. Marcel, wir sind jetzt hier in Dubai, wenn du einmal hier bist, wir reden jetzt hier nicht von Urlaub, sondern wenn du hier bist für einen Monat oder so, du gehst nie wieder zurück. Und ich glaube ihnen das. Warum sollten die lügen? Und dieses ganze Abwürgen, was man hier mit uns veranstaltet und was dafür sorgt, dass wir diese, wir erleben diese Wirtschaftsflucht von Europäern und Deutschen eigentlich schon. Das, liebe Freunde, bin ich mir ganz, ganz sicher, das wird sich rächen. Auf lange Zeit, auf kurze Zeit, auf mittelfristig, egal wann, das wird sich definitiv rächen. Unsere Länder hier in Europa und vor allem auch Deutschland, wir nehmen uns doch hier komplett selbst aus dem Spiel, um konkurrenzfähig zu bleiben. Sowohl technischer Vorsprung und so, das ist lange vorbei hier, als auch wirtschaftlich und geopolitisch. Man schafft sich selbst ab. Haltet mich gerne, gerne wirklich für einen Spinner, aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir sprechen uns meinetwegen
sagen wir Zeitraum 10 Jahre, da sprechen wir uns dann nochmal. Ich bin der Meinung, die Arabischen Emiraten werden einer der größten Akteure im Weltgeschehen sein und Europa und vor allem Deutschland wird kaum noch Bedeutung haben. Fährt sich alles selbst vor die Wand. Brief und Siegel. Ich weiß, liebe Freunde, ist ein super hitziges Thema und sorgt auch für teils heftige Diskussionen und sowas, weil viele auch einfach, ja, ich sag's einfach mal gerade raus, meiner Meinung nach super indoktriniert und systemtreu sind, 30 bis 40 Jahre teilweise in diesem System hier darauf trainiert worden, alles zu fressen, was man vorgesetzt bekommt. Viele möchten es auch teils einfach nicht sehen, wie es ist, haben so eine Ahnung oder denken eigentlich selber so, aber sind lieber leise, ne, weil man halt Angst vor gewissen Konsequenzen hat und so. Weil die Wahrheit ist halt auch oft anstrengend, ne? So ist das. Liebe Freunde, wir Menschen, wir sind faul, wir nehmen immer sehr, sehr gerne den Weg des geringsten Widerstands und es ist halt super angenehm, einfach alles um sich herum auszublenden, ne? Sich dem allen hier zu beugen und dann zu sagen, ja, aber so im Großen und Ganzen geht's uns hier doch ganz gut, ist doch alles gar nicht so schlimm und da willst du aber auch nicht leben. Komisch, mit jedem, den ich spreche, die wollen da leben, die wollen nicht mehr zurück. Aber wenn du hier in Deutschland mit irgendjemandem darüber sprichst, dann kommt immer so, ja, aber wir haben hier ein gutes Gesundheitssystem und wir haben hier einen Sozialstaat und wir haben hier Demokratie und sowas. Ach so, okay, Digga. Ey, jeder wie er will, ne? Ich schreibe da niemandem was zu, ich sag nur meine Meinung, aber ich bin mir, sag ich euch ganz ehrlich, nicht zu schade für mich und vor allem für meine drei kleinen Kinder da oben mal meine Erbse einzuschalten. Ich bin mir sogar sehr, 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 sehr sicher, dass ich damit, wie gesagt, 10 Jahre nagelt mich fest, dass ich damit recht behalten werde. Bisschen zwischen den Zeilen lesen, liebe Freunde, wenn denn möglich, mal versuchen, den Horizont so ein bisschen zu erweitern. Kleiner Denkanstoß vielleicht an der Stelle. Ich freue mich natürlich auf die Debatte in den Kommentaren, die das eventuell auslösen wird. Da wird natürlich jetzt auch viel Gegenwind kommen und so. Wie ich darüber denke, wisst ihr, liebe Freunde, alle, die trotzdem neu da sind, können gerne, wenn ich nicht zu viel Scheiße glaube, gerne den Kanal so ein bisschen abonnieren, Glocke aktivieren und zu den Algo ein bisschen dribbeln, dem Video natürlich einen Daumen nach oben geben, damit damit das Video vom Algo auch gepusht wird und weiter rausgetragen wird, damit mehr Menschen es hören und sowas. Also vielleicht, keine Ahnung, könnte ja wichtig sein. Und ja, danke fürs Einschalten, eure Meinung in die Kommentare, bleibt ein bisschen respektvoll und so. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video, was vermutlich morgen kommt. Kuss auf die Nuss. Ich bin an der Stelle raus. Rang on!